Das lief doch eigentlich ganz gut. Dann der nächste. Oder? Spannend. Oh, das war schon richtig knapp. Also ich weiß ja nicht, wie das auf der Kamera aussah, aber für mich hat sich das gerade so angefühlt, als wäre das eine interessante Möglichkeit, diesen Border zu lösen, den ich bis jetzt eigentlich immer nur auf eine Art gelöst habe. Ich bin die Tage mal wieder auf ein Border-Spiel gestoßen, das ich früher ganz gern mal gespielt habe, wenn mir in der Halle ein bisschen langweilig geworden ist, weil vielleicht nicht mehr so viele wahnsinnig interessante Border da waren, zumindest für mich nicht. Und das ist Boulder, die ich schon gelöst habe, nochmal neu anzugehen und auf andere Varianten zu klettern. Ja, warum ich das gerade mache, hat einen nicht ganz so schönen Grund. Ihr seht es vielleicht schon. Ich habe mir beim Schrauben so ein bisschen den Ellenbogen überlastet und habe gerade so einen leicht meckernden Muskelansatz hier und muss deswegen ein bisschen kürzer treten. Und in meiner letzten Session habe ich dann angefangen, damit ich nicht einfach nur auf der Matte sitze, diesen Boulder mal ein bisschen intensiver zu beackern und einfach zu schauen, was noch geht neben der gedachten Durchlaufversion. Und jetzt versuche ich nochmal diesen, wie soll man das eigentlich nennen, die Krabbe, den Zwischenschritt, den Tänzer. Ich probiere es nochmal. Festhalten, festhalten. Sehr nice. Okay, das ist auf jeden Fall eine Variante, die ich so nicht gemacht hätte, die ich wahrscheinlich nicht mal probiert hätte, wenn nicht gerade mein Ellenbogen rumnerven würde und ich mich jetzt mit solchen Sachen beschäftigen muss. Aber das ist tatsächlich sogar eine gute Idee, sowas mal zu machen. Selbst wenn du vielleicht gerade noch genug andere Projekte hast und auch nicht von einer Verletzung behindert wirst. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Punkt ist einfach, dass es deine Bewegungskreativität schult. Wenn du dich mit einem Boulder so intensiv auseinandersetzt, den du eigentlich schon geschafft hast, für den du schon eine gute Lösung hast, dass du nach neuen Lösungen suchst, dann musst du einfach kreativ werden. Und das ist schon ziemlich nützlich, weil du auf einmal vielleicht auf Bewegungen stößt oder Bewegungen machst, die dir nicht direkt in den Sinn gekommen wären, weil sie vielleicht nicht zu deinem Standardrepertoire an Boulderbewegungen gehört. Und den zweiten Punkt, den habe ich gerade schon so ein bisschen im Nebensatz anklingen lassen, das ist das Erlernen von neuen Bewegungen, das Erweitern des Bewegungsrepertoires. Falls du mein Buch Bouldertraining besitzt und da mal im Kapitel gelesen hast zum Thema Techniktraining, dann ist dir vielleicht das Konzept des differenziellen Lernens im Hinterkopf geblieben. Die Theorie des differenziellen Lernens geht davon aus, dass wir Bewegungen schneller erlernen können, wenn wir sie nicht versuchen, auf immer wieder gleiche Art und Weise zu wiederholen, also dieses klassische Einschleifen, sondern wenn wir immer wieder kleine Veränderungen einbauen, wenn wir Nuancen anders machen, zum Beispiel die Arme in einer anderen Position haben oder vielleicht die Ferse stärker absenken, als wir das im Versuch davor gemacht haben. Das ist was, was im alltäglichen Training schon immer mit passiert, ganz automatisch. Einfach weil es nahezu unmöglich ist, dass man eine Bewegung immer auf die exakt gleiche Art macht. Aber man kann das Ganze natürlich auch forcieren, indem man ganz bewusst Veränderungen in die Bewegung einbaut. Und das ist das, was bei diesem Spiel, das ich übrigens Beta Break nenne, ja, ganz automatisch passiert. Ich habe hier zwar Bewegungsteile, die bei beiden Varianten, die ich gemacht habe, völlig gleich sind, nämlich zum Beispiel diese Ausholbewegung mit dem linken Bein am Anfang. Aber das, was danach passiert, das verändert sich. Ich kann dann entweder durchtreten oder ich trete mit dem rechten Bein zum linken dazu und ziehe dann das linke weiter. Und das verändert eben auch die Art, wie ich diese Ausholbewegung beende und bringt dann die gewünschte Variation mit ins Spiel. Und im besten Fall sorgt das dann dafür, dass die Neuronen in meinem Kopf richtig feuern, weil sie ständig eine neue Herausforderung haben und immer wieder mitarbeiten müssen. Also nicht quasi durch die immer gleiche Wiederholung einer Bewegung abstumpfen und ich dann später diese Bewegung leichter wieder abrufen kann und sie auch einfacher variieren kann, denn sie wird mir ja, wie gesagt, nicht auf die exakt gleiche Art und Weise in einem anderen Boulder begegnen. So, das war jetzt eine ganze Menge trockene Theorie. Ich schaue jetzt gleich nochmal, ob es vielleicht noch eine Variante gibt. Ich habe da noch eine Idee. Vielleicht geht das Ganze ja auch komplett ohne Läufer. Das geht auf jeden Fall. Muss nur treffen. Oh, knapp. Mal gut, mal besser, mal schlechter. Ich konzentriere mich auch immer wieder auf unterschiedliche Dinge. Jetzt habe ich mich zum Beispiel darauf konzentriert, den Fuß gut zu treffen und mich dann drüber kippen zu lassen und habe mich dabei wahrscheinlich schon wieder zu weit aus der Wand rausfallen lassen. Ja, immer das Gleiche.
und doch ein bisschen anders. Man kann natürlich auch so Sachen machen. Ich starte gerade im Moment oft mit dem Fuß so. Ich kann ihn auch mal so drehen. Das ändert was. Ich kann auch mal hinten gegen die Wand treten. Das ändert auch was. Das sind diese Nuancen. Ach, vielleicht sollte ich nicht so viel dabei reden. Ich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Yes! Und vielleicht auch mal fürs Ende noch was anderes. Sehr schön. Das Interessante ist, dass ich diesen Boulder zwar in dieser Session auf 1 gemacht habe, was beim ersten Mal definitiv nicht so war, aber ich konnte jetzt, obwohl ich ihn gemacht habe, noch eine ganze Menge da rausholen an Bewegungen, an Dingen, die ich lernen kann, an Dingen, die ich üben kann, obwohl ich den Boulder schon gemacht habe. Und das ist deshalb interessant, weil ich denke, dass heutzutage in den Hallen, in denen es einfach ein Überangebot an Bouldern gibt, die Leute gar nicht mehr so richtig versuchen, alles aus so einem Boulder rauszuholen und diese Möglichkeit, was zu lernen, irgendwo verschenken, weil sie gar nicht auf dem Schirm haben. Heute ist es eher so, ich gehe in die Halle, ich mache den Boulder, ich gehe zum nächsten Boulder, ich mache den und den und den und den und komme dann zu denen, die ich vielleicht schon mal gemacht habe, gar nicht zurück, um zu schauen, was kann ich da eigentlich noch lernen. Ja, und gerade für mich, der jetzt mit diesen dynamischen Sachen nicht so viel anfangen kann, ist das natürlich eine super Gelegenheit, aus so einem einfachen Boulder, den ich relativ schnell abgefrühstückt habe, doch noch einiges mehr rauszuholen, obwohl es vielleicht um die Ecke noch einen Dino-Läufer gibt, der viel, viel schwieriger ist, den ich aber dann vielleicht nicht so viel abgewinnen kann, weil ich ihn einfach nicht schaffe, weil er so schwer ist. Wer weiß. Ich habe noch eine Idee, was man machen könnte, aber das ist eigentlich fast das Gleiche wie das, was ich gerade schon gemacht habe, aber nicht hier stützen, sondern erstmal da reingehen und gucken, wo man dann drüben landet. Das wäre noch eine Variante, die ein bisschen anders ist, weil gerade war der Stütz quasi die nächste Bewegung nach dem Schwinger und jetzt wäre es schwingen, springen und stoppen. Wahrscheinlich an der Wand. Mal gucken, ob ich mir zutraue. Oh, das war erstaunlich gut. Ich hätte es nur stoppen müssen. Ich war überrascht, dass es gleich so gut geklappt hat. Oh, ja. Okay, nicht ganz so smooth zugegebenermaßen, aber ich glaube insgesamt doch ganz okay. Gut, ich denke mal, damit habe ich erstmal aus dem Boulder rausgeholt, was ich aus dem Boulder jetzt rausholen konnte. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Variante, mir ist jetzt keine mehr eingefallen, aber falls ihr noch eine gesehen habt, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also probiert dieses Spiel ruhig mal aus, macht Betas kaputt, ärgert mal die Schrauber, die können das nämlich gar nicht leiden, wenn ihre Boulder anders geklettert werden, als sie gedacht sind. Weil ihr könnt dabei wirklich eine ganze Menge lernen. Ihr lernt wahrscheinlich auch schneller und auf jeden Fall neue Bewegungen, die ihr vielleicht so wirklich nicht auf dem Schirm hattet. Gut, ich mache jetzt noch eine Runde weiter und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Wünsche, Anregungen, Kommentare oder sonst irgendwas, haut das rein in die Kommentarspalte. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Klettern, viel Spaß beim Trainieren und wie immer maximalen Grip. Oh, yeah!